Wir brauchen ein Experten-Mindset, sonst blockieren wir unser Wachstum. Du brauchst ein Experten-Mindset. Du blockierst sonst einfach die ganze Energie, die du in dein Business steckst und legst den eigenen Fokus falsch. Wir alle haben Gespräche mit Kunden, Gespräche mit Geschäftspartnern. Ärzte haben Gespräche mit Patienten. Wir alle führen Gespräche, beruflich und privat. Und dein Mindset, in den Gesprächen dem anderen gefallen zu müssen, dich anpassen zu müssen, hindert dich davor oder hält dich davor ab, Gespräche auch aktiv wirklich richtig zu führen. Gespräche führen ist sehr wichtig. Ein Spruch sagt, wer fragt, der führt. Und es gibt auch wunderbare Verhandlungstechniken dazu. Ne? Diesen schönen Satz in Verhandlungen, sei hart in der Sache und weich zu den Menschen. Das ist eigentlich der Grundsatz, wie Verhandlungen zu führen sind. Wir haben selten Verhandlungen. Meist sind es eigentlich Gespräche, die wir zu einem guten Abschluss führen wollen. Ja, und deine Zeit ist einfach wertvoll. Und wenn du dir die Zeit nimmst, dich mit neu gewonnenen Kontakten auszutauschen, wirst du vielleicht merken, dass du Freundschaften findest. Du entdeckst gemeinsame Interessen. Ihr denkt vielleicht über eine Kooperation nach. Man verabredet sich, mal irgendwann was zusammen machen zu können. Und wenn du aber nicht aufpasst, verliert sich leider dieser wundervolle Kontakt allzu oft. Und dann ist es natürlich auch schade um die Zeit. Und eine Kundin von mir hat genau mit solchen Kontakten ihren Tag verbracht. Sie ist Coach für mentale Stärke. Und woher sollte sie auch wissen, wer sich gerade belastet fühlt und Hilfe brauchen würde? Also hat sie begonnen, Menschen anzusprechen, Kontakte zu machen, nachzufragen. Jeder hat sich vorgestellt mit dem, was er tut. Die Kontakte wurden bei ihr in dieser Zeit nie zu Kunden. Allenfalls zu Kooperationspartnern oder Freunden, die sich über kostenfreien Rat freuten. Und ich finde es ja grundsätzlich gut zu helfen. Aber wenn es dein Business ist und es sind fremde Menschen, dann ist die Frage, wo startet deine Hilfe? Und wo startet dann dein Coaching-Angebot? Das ist dann wie so ein fließender Übergang. Und ihr ging es dann auch selber mental zwar noch gut, weil sie sich noch freute, gebraucht zu werden, aber ja, diese Gespräche brachten natürlich kein Geld und damit hatte sie Sorge, dass sie von ihrer geliebten Tätigkeit als Berater, Coach für mentale Stärke bald nicht leben konnte und sie aufgeben müsste. Schade um die Menschen dann, die eigentlich die Hilfe gebraucht hätten. Und anders wurde es dann, als wir gemeinsam überlegten, wie denn die richtige Ansprache sein sollte. Und mithilfe dieses Initialtests konnten wir dann auch die richtigen Interessenten gewinnen. Das waren die, die halt auch ein wirkliches Problem hatten und sich um Hilfe freuten, die sogar sehr dankbar waren, jemand gefunden zu haben. Und ja, es ist manchmal schade in so einem Dienstleistungsbereich, zu dem ja auch das Coaching gehört, dass mit der Zeit des anderen so sorglos umgegangen wird. Und frag dich daher beim nächsten Gespräch, welchen Wert verspricht sich denn dein Gegenüber von dem Gespräch und was erwartest du selbst? Wie geht's dir in diesen Gesprächen? Ja, gute Gespräche sind eigentlich ein Ergebnis aus unserer Haltung. Mit welchen Gedanken gehen wir in das Gespräch rein? Und dann dürfen wir dieses Gespräch auch wirklich führen, wenn wir das Gespräch vorschlagen und dazu einladen und fragen, möchtest du dich zu dem Thema XY gerne mit mir unterhalten? Da ist auch schon das Ziel des Gespräches mit impliziert. Also diese Wahl der Worte
im Vorfeld vom Gespräch ist da unheimlich wichtig, damit es ganz klar ist, was der Inhalt des Gespräches ist.